Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und hier kommt das Tagesorakel für den 10. August 2021. Und wir beginnen auch heute wieder mit einer Überschriftskarte, diesmal aus dem Krafttier, mit den Krafttierkarten. Dann gibt es aus jeweils drei verschiedenen Orakeldecks jeweils eine Karte. Dann gibt es drei Tarotkarten und drei Lenormand-Karten. Und dann versuche ich das alles für euch in eine hoffentlich gute Aussage zu bringen. So, hier habe ich jetzt einmal wieder die Orakelkarten von meiner Kollegin Christine Lau, die ich auch sehr hübsch finde, obwohl das Mischen hier wirklich nicht so einfach ist bei dieser Größe. Aber noch klappt es. So, nee, das waren drei. Die nehmen wir nicht. Ich brauche nur eine Karte, bitte. Ja, natürlich ist auch diese Legung, wie all meine sonstigen Legungen, eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt ihr auch ziemlich schnell, wenn ihr in die Deutung geht, reinhört und euch dann entscheidet, ob das für euch heute bestimmt ist oder auch nicht. So, da haben wir die Weisheitskarten aus der Map. Und dann haben wir noch die Liebe der Engelkarten als Orakelkarte. So, ups, nee, das waren auch zwei. Eine hätte ich gern. Ja, die verwendeten Kartendecks hier für diese und für all meine sonstigen Orakel findet ihr hier immer unter meinem Link in der Infobox. Und ich danke natürlich auch heute euch allen wieder ganz herzlich für jede Art der Anerkennung, die ihr mir hinterlasst. Das heißt, ob ihr einen Daumen hoch hinterlasst, einen netten Kommentar oder aber das Glöckchen aktiviert. Ich freue mich über jede Art, wobei ihr mit der Aktivierung des Glöckchens ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt und dadurch den Vorteil habt, über neu hochgeladene Orakel immer gleich informiert zu werden. Und ich habe den Vorteil, dass ich Zahlen sehe im Zusammenhang mit der steigenden Abonnentenzahl und dadurch sehe, wie viele Menschen sich für meine Legungen interessieren. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn sich da gar nichts tummelt, dann sage ich mir, brauche ich mein Hobby keinen weiteren, das sind zu viele, keinen weiteren Menschen zur Verfügung stellen, weil das Ganze hier ist auch immer mit einem ziemlichen Zeitaufwand verbunden. Aber anhand der steigenden Abonnentenzahlen, die ich hier bei mir inzwischen verzeichnen kann, investiere ich diese Zeit gerne, weil ich einfach sehe, dass ich doch eine ganze Menge Menschen damit schon erreichen kann. Und das bereitet mir Freude. Und um mehr geht es hier eigentlich nicht. Denn wie schon des Öfteren darauf hingewiesen, ich verdiene hiermit kein Geld, sondern das ist einfach meine Freizeit, die ich investiere, um euch mein Hobby näher zu bringen. Und von daher erfreut es mich natürlich, wenn ich sehe, dass die Abonnentenzahlen steigen. So, ihr Lieben, jetzt beginnen wir mit der Überschrift. Und da haben wir die Taube. Gelassenheit. Komm zur Ruhe, halte inne und atme. Ja, vielleicht ist es aufgrund unserer letzten Tage, wo immer von Veränderungen, von Neuerungen,
die Rede war, nötig, einfach auch mal zur Ruhe wiederzukommen. Das heißt, diese ganzen Aufregungen mal wirklich ja, in Ruhe in sich aufzunehmen, nichts zu überstürzen, sondern einfach zu sagen, okay, Step by Step. Das kommt jetzt auf mich zu, das nehme ich auch in Angriff, aber Ruhe. Und darauf weist uns diese Karte hin. So, wir schauen mal, was die Elfen sagen. Da haben wir eine wunderschöne Karte, wie ich finde, die Gabe des Sehens. Natürlich können wir froh sein, dass wir alles um uns herum wahrnehmen. Aber die Gabe des Sehens bedeutet, Dinge wahrzunehmen, die man nicht mit dem menschlichen Auge sieht, sondern wo man sagt, es ist eine Medialität, eine Hellsichtigkeit, die wir auch hier auf diesem Kanal eigentlich zum Ausdruck bringen. Es ist eine Gabe, die uns geschenkt wurde und die jeder in irgendeiner Form an euch weitergibt. Und das Büchlein sagt, du besitzt die Gabe der Hellsichtigkeit. Das bedeutet, dass du mehr sehen kannst als das, was tatsächlich da ist. Du bekommst Botschaften in Form von Bildern, Farben und Visionen. Ja, genau das ist es, was ich euch hier jedes Mal eigentlich vermitteln möchte. Das, was mir weitergegeben wird. Und bei The Map haben wir den Talisman. Der Talisman ist ja etwas, was der eine oder andere von uns bei sich trägt. Das kann in Form von Steinen sein, von Heilsteinen, von Glücksteinen, von Amuletten, von kleinen Figuren, egal in welcher Form. Es ist etwas, was euch das Gefühl gibt, ihr seid beschützt, ihr seid nicht allein. Und das Büchlein sagt dazu, eine Lektion, die wahrhaft gelernt wurde, kristallisiert sich als verdiente Weisheit. Du hast alles, was du für den ersehnten Erfolg benötigst. Ja, vielleicht hast du alles und nimmst es gar nicht wahr. Deshalb vielleicht der Hinweis, denke doch an einen Talisman, der dir dann Glück bringt, der dir Erfolg bringt. Und das wird dir damit eigentlich vorhergesagt. Du wirst Erfolg haben. Und hier haben wir bei der Liebe der Engel die Karte, ihr werdet es nicht glauben, Veränderung. Aber schaut euch diese fantastische Farbgestaltung an, die alleine schon so viel Freude darstellt, dass man sagt, man muss gar nicht so viel hinterfragen. Es wird eine traumhaft schöne Veränderung auf uns zukommen. Wir haben hier wie ein Sonnenkreis, wie ein Sonnenstrahl, der aufbricht, der uns die Sterne bringt, die Klarheit, die Wunscherfüllung. Also wunderschön dargestellt. Und auch dazu schaue ich jetzt nochmal ins Büchlein, um das Ganze nochmal zu bestärken und zu unterstreichen. Aber ich denke, das ist schon so super dargestellt, dass man eigentlich gar nicht so viel dazu mehr erwähnen muss. Aber das Büchlein sagt, Wandel und Veränderung bringe ich dir. Das ist mein Geschenk an dich, sagt dir dieses Lichtwesen. Ihr Menschenkinder habt Angst vor Veränderungen, weil ihr oftmals glaubt, dass Bekanntes euch Sicherheit gibt. Das ist aber nur scheinbar so.
Sicherheit gibt dir die Liebe in deinem Herzen, die Verbindung zum göttlichen Potenzial in dir. Ja, genau das ist es. Wir sind nicht immer offen für Veränderungen, weil auch immer Ängste mitschwingen. Jede Veränderung bedeutet mitunter auch etwas zurückzulassen. Kann es bedeuten, natürlich nicht bei allen Veränderungen, aber es bedeutet ja, wie das Wort ja schon sagt, man verändert gewisse Situationen und das kann eben auch, wie gesagt, mit Loslassen zusammenhängen. Und deshalb scheut man vielleicht diese Veränderung. Aber wir sehen auch anhand dieser Karte, der Talisman, dass der Erfolg auf uns wartet. Also sollten wir ruhig diese Veränderung annehmen. Und wir haben hier im Tarot als erstes den Herrscher. Der Herrscher sagt, setze Ideen um, beginne Aufgaben zu Ende zu führen, Ordnung zu schaffen. Also das, was du in Verbindung mit Veränderung vorhast, bring es auf den Weg. Setze das um. Die nächste Karte, der Hohepriester, auch eine große Arcana-Karte. Das heißt, der Hohepriester sagt dir, bleibe bei deinen Vorhaben. Also das heißt, verfolge weiter deinen Weg. Lass dich durch nichts und niemand abhalten. Und im Grunde genommen unterstreicht es der Herrscher, indem er sagt, setze deine Ideen um. Und zu guter Letzt haben wir bei den Tarotkarten den Buben der Münze, der Münzen. Und da kommen wir genau wieder hin zu dieser Veränderung, zu dem Erfolg. Der Neuanfang, der ist auf dem Weg zu dir. Das heißt, es steckt alles noch in den Kinderschuhen. Aber du hast die Chance, wirklich alles auf den Weg zu bringen. Du hast Unterstützung, du hast gute Gelegenheiten, das, was du dir vorgenommen hast, zu erreichen und wirklich auch abzusichern. Also, was sich dir jetzt bietet an Veränderungen, da müsstest du dich fragen, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, du musst eigentlich zugreifen. Denn ich glaube, so lange, wie wir diese Vorhersagen in die Richtung von Veränderungen, von Neuanfängen etc. schon haben, ist uns noch ganz viel geboten, um wirklich aktiv zu werden. Aber irgendwann wird es beendet sein. Und dann kommt mitunter das große Trauern, dass man es nicht wahrgenommen hat. Aber wir haben auch hier im Lenormand-Deck genau wieder passend dazu. Wir haben den Anker, wir haben den Sarg und wir haben das Kleeblatt. Das bedeutet, du kannst dich verankern, du kannst in einen Neuanfang gehen, du kannst den Anker werfen, denn es wird ein Lebenszyklus bei dir zu Ende gehen. Es beendet etwas, ein Lebenszyklus ist vorbei und ein neuer wird beginnen. Und das sind diese Vorhersagen der Veränderung, des Neuanfangs, des Beginns, diese Ideen umzusetzen, wahrzunehmen. Und das Ganze ist gekrönt vom Glück. Also man versucht dir im Zusammenhang mit der Hellsichtigkeit immer wieder zu sagen, du brauchst keine Angst haben vor diesen Veränderungen, vor diesen Neuanfang. Im Gegenteil, du kommst ins Glück. Es beginnt eine neue Lebensphase, eine alte Lebensphase geht zu Ende und du bist in der Lage, wirklich endlich zu sagen, ich bin angekommen, ich kann den Anker werfen und hier bin ich jetzt zu Hause, ich bin da, wo ich hin will.
Ja, ihr Lieben, damit entlasse ich euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Habt einen schönen Tag. Bis morgen.